komische Ding ins Geräusche. Mein PC im Arsch. Was der Zusammenhang ist? Gute Frage. Entschuldigung. Ich bin eine Frau, ich habe eine kleine Blase. Ich habe ohne mehr gesehen, so funktioniert das. Noch nicht. Ich habe einen großen Magen. Kaktusstrahl. Wieso sagst du das, als ob du das spezifisch nicht willst, aber den Gest schon? Gut. Was für einen Ton Hallo. Ton oder deine Stimme? Hallo. Hallo, zwei Minuten, die nichts gesagt wurden. Weil mein fucking scheiß PC einfach mein Mikro rausgenommen hat. Danke. Hat man mich gehört? Ist ja. Das so eine Ernst? Gut. Gute Konversation, die so komplett einseitig ist. Ich bin eine Frau, ich muss auch. Ich hab ohne mehr gesehen, ich weiß, wie das funktioniert. Ich hoffe, das sieht irgendwer, der mich noch nicht gesehen hat. Ja. Ich hasse das, ne? Also, wenn einfach der PC meint, du machst jetzt ein Software-Update, ja, dann müssen wir jetzt dein Mikro umstellen, weil, ja, du nimmst doch offensichtlich einfach deinen PS4-Controller als Mikro, oder nicht? Fucking Windows. Wie kommt man auf die Scheiße? Keine Ahnung, frag Microsoft. Die tun das so lange, bis du den Xbox-Controller ansteckst. Aber Xbox-Controller sind scheiße. Hä? Ja. Die sind einfach voll klobig. Die sind voll klobig. Die liegen nicht leicht in der Hand und dann hast du da halt auch immer diese spitzen. Ach, du bist ja klein. Ich habe sehr große Hände. Ich habe größere. Dann hast du da auch. Nein, hast du nicht. Doch. Und dann hast du da halt auch die Knüppel, die sind halt einfach. Sehr ergonomisch. Nicht ergonomisch, sondern an den Kanten sehr scharf. Ich? Ja, ich habe mir daran schon mal die Finger aufgeschnitzt. Welche Xbox-Controller? Xbox 360. Okay, Xbox 360-Controller waren scheiße, aber alle danach waren super. Ich weiß nicht, wie die danach sind, aber die waren scheiße und das hat einfach in den Fingern wehgetan. Sei ruhig, Krankenwagen. Jedenfalls, um nochmal drauf zurückzukommen, was ich davor gesagt habe. Frauen, die pissen auf öfter, weil der Trakt, der bei denen da ist, der ist einfach kürzer und die haben eine Gebärmutter. Ja, hast auch mal was gelernt. Auch eine gute Out-of-Context-Statement dann von mir vorhin. Ich habe einen großen Magen. Ich will das nachher hören. Ich lasse das Ja. einfach so. Ich komme da Ja, nicht mit. Ich will das auch hören später.
Weißt du, jeder andere hätte jetzt die Folge neu angefangen. Nö. Aber wir sind lustig. Wir machen das so. Ich habe da ja auch schon was hingelegt. Ich werde aber nicht gespeichert. Ist mir doch egal, ich fange doch jetzt nicht neu an. So Zeitverschwendung. Und auch nochmal, um zu erklären, wir wollten Baldur's Gate spielen. Eigentlich aber... Wir haben Baldur's Gate gespielt. Aber du musst nachher... heute, ja. Du musst nachher beim... Grillen helfen. Und, anzünden. Am Laufen halten. Essen. Dekorative Frösche. Genau, dekorative Frösche fangen. Übrigens, ein Problem, was du jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen hattest in diesem Update, weil wir halt einfach nicht in dem Ausmaß gespielt haben. Wir haben halt nie gepennt. Ja. Hier ist gerade richtig scheiße mit Gegner-Spawns. Gut. Weil die Entwickler aus irgendeinem Grund entschieden haben, ja, wir müssen ja jetzt immer mal machen, dass die Gegner einfach mal neben dir spawnen können, wenn du pennst. Gut. Die haben das extra jetzt gemacht. Auch wenn du ein sicheres Lager hast, was einfach komplett umzäunt ist, die können neben dir spawnen und das werden die auch machen. Und deswegen habe ich hier eine Taktik entwickelt. Okay. Geht natürlich nur, wenn hier sowieso schon kein Gegner ist, aber... Weiß jetzt der Jesus. Na, wir pennen hier. Und dann kommen die Gegner automatisch. Wunderbar. Warum macht ihr solche Blob-Geräusche? Wahrscheinlich der Blob war. Ah. So, und dann gehst du einfach von dem einen Ort, wo man pennen kann, zu dem anderen Ort und da darfst du dann pennen. Cool. Warum hast du kein Licht? Oh, kein Licht, ich kann sehen. Podcast. Ist jedenfalls einfach das Dämlichste hier an diesem Update, dass du selbst an einem sicheren Ort nicht pennen darfst. Du musst immer diesen scheiß Weg dann laufen. Selbst da hinten, da haben wir ja auch umzäunt mittlerweile und dort kannst du auch nicht pennen. Gut. Preis ist der Jesus. Was ist falsch mit dem Waschbären hier? Das haben die eine lange Zeit nicht mehr gemacht. Gut. Ich habe mir vorgestern einen neuen Manga gekauft. Den ich noch nicht angefangen habe zu lesen, aber morgen werde. Ich habe mir einen Fighting Stick gekauft. Ich will wissen, was für komisches Zeug Ubisoft jetzt wieder gemacht hat mit Watch Dogs in dem Manga. Der Watch Dogs in dem Manga. Ja, das ist ein Watch Dogs Manga. Watch Dogs Tokyo. Watch Dogs Tokyo, cool. Genau. Warum arbeitet Kelvin nicht? Warum pennt er da unten noch? Der träumt von Arbeit. Er zeigt nicht, dass der da unten drunter gepennt hat. Gut. Blöde Sau. Geh arbeiten. Nein. 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 Das ist der Jesus. Gut. Es war irgendwie zur Hälfte gefüllt, jetzt ist es plötzlich komplett voll. Gut. So, hier brauche ich dich irgendwann mal wieder im Winter, damit du diese ja. Potholes hier ausfüllst. Ja. Das geht einfach schneller mit dir, als wenn ich das mache. Ich frag mich ja warum. Und ich mache dann diese inneren Sachen halt. Ja. Ich habe hier nämlich jetzt mittlerweile so ein
Weg rübergebaut, den man komplett bis hinten rübernehmen kann. Koloyaku. Muss ich eigentlich Godita ohne dich fertig spielen, oder was? Wenn ich wieder Bock hab. Gut. Ich habe das Gefühl, dass es wird jetzt einfach auch nur noch dasselbe sein. Hattest du schon gesehen, dass ich die Ecke hier so gebaut habe? Nö. Aber hiervon hatte ich dir erzählt, dass das hier dämlich ist, weil die Kollision entfernt haben. Nee. Gut. Warum? Ich weiß nicht, aber die haben einfach die Kollision in dem Update entfernt. Und seitdem fällt man hier immer ins Wasser. Gut. Und jetzt haben sie es sogar noch schlechter gemacht, weil ich komme hier nicht mehr raus. Gut. Biel. Biel. Good bucket, fuck it. Ey, nicht spoilern. Kann meine Waffen auch nicht ändern, sonst... Kannst du eine Zipline machen? Ja, das wollte ich gerade. Okay. Warum wechselst du dann zum Bob? Wollte erstmal gucken, ob das klappt. Gut. Gut. Vielleicht hat auch funktioniert. Physik. Physical. Dann einfach so ein Locken und macht er wieder so eine Brücke dahin zur Brücke. Damit du nicht über die Brücke gehen musst, durch die du durchfällst. Durchfällst. Ist halt auch dämlich einfach. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Entwickler sich so gedacht haben. Ja, dieser spezifische Steg dort vorne, der darf keine Kollision haben. Das muss einfach raus. Das war einfach ein Fehler. Das haben wir nicht berechnet. Weiß ich auch nicht, wie wir auf so eine dumme Idee kommen konnten, dass man darauf spielen kann. Metall, das ist. Da bricht man doch einfach durch, oder dass das beschädigt wird. Ist wie so Duschschaum. Duschschaum, Badeschaum. Duschschaum, Badeschaum, Raum, Raum. Und hier ist alt, alles umzäunt. Ach so. Ne? Und hier kommen trotzdem Gegner einfach dann trotzdem rein, wenn du pennst nachts. Und Elche. Die werden hier einfach reingespawnt. Deswegen hängen die hier auch. Die hängen da ab. Hol mir mal eben was. Inky. Flinky. Hast du eigentlich jemals den Teleporter benutzt, seit du den hast? Ja, schon voll auf. Okay. Ich musste nämlich Zeug holen und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich zum Berg. Spring da runter. Das ist eigentlich falsch mit dem Typen. Warum ist der so ein Riegel so komisch? Waren sonst immer solche Aufbewahrungsbehälter, wo sind die hin? Die auch weggemacht? Ich halt zu dem Lager, was hier direkt in der Nähe ist. Wo jetzt auch die Elche drin sind. Was aus irgendeinem Grund nicht nachgefüllt wurde? The fuck? Haben die das jetzt auch rausgenommen, dass das nachgefüllt wird? Was ist hier los?
Ja, das ist dämlich. Hey Spieler, wir wollten es euch noch dämlicher machen, indem wir jetzt einfach nicht mal mehr nachfüllen, dass man aus den Lagern was rausnehmen kann. Wisst ihr, was das bedeutet? Ihr könnt keine neuen Seile mehr kriegen. Weißt du, Es bedeutet, das ist echt. fucking Base Game von dem Ding. Vor allem Updates war halt, okay, einfach perfekte Voraussetzung, um in so ziemlich allem besser zu sein als Forest 1. Und da packen die das, was nötig wäre, um besser zu sein, einfach nicht rein. Die nehmen einfach Funktionalität aus dem Spiel und geben dann vielleicht nachher ein DLC oder sowas. Ja, das war Yakuza. Ich? Habe ich nicht mitbekommen. Yakuza hat New Game Plus halt als DLC gemacht. Gut. Das ist Yakuza 8. Das Neueste. Also Yakuza 8. Oder Yakuza the Man Who Erased His Name. Nee, das Neueste. Okay. Warum kann ich das jetzt wieder nicht drehen? Hä? Weil du gestanden bist. Aber anders. Ich finde dämlich, dass dieses eine vergibt halt als Dach zählt. Was? Damit meine ich nicht den Server. Das da? Ja. Ich finde gut, dass du da das eine geschrieben hast und dann mal nur direkt vorab Menschen. Hätte ich da jetzt einfach reinschreiben sollen? Ja. Würde wenig Sinn machen, wenn ich das nicht. Ich habe dich doch auf den Server gebracht. Warum sollte das verwunderlich sein? Ich finde es toll, dass Meluna da direkt drauf reagiert hat. Bin zu faul zum Laufen. Ich wäre wahrscheinlich schon da. Gut. Okay, muss jetzt kurz weg. Kann sein, dass ich kurz weg muss oder für ein paar Stunden. Ja, passt, wäre Ja. mir egal, weil dann mache ich einfach hier weiter. Geht weiter über fucking Harnleiter. Harnleiter. So, das reicht dann auch. Ja, Kelvin kann ich hier jetzt nicht beleidigen, weil der ist nicht hier, aber er kommt bestimmt. Dekorativer Frosch. Sag was, Frosch. Okay, dann nicht. Ich nutze hier gerade meinen komischen, So, der Frosch ist jetzt weg. Mein komisches, wie nennt man das Radelteil, was ich unter meinem Tisch habe, ein bisschen zu fahren, ein bisschen trainieren für die Beine, dass man sich bewegt. Wahrscheinlich auch ein bisschen, um sich abzulenken. Könnte ja auch als eine Form von Stimming benutzt werden, weiß ich nicht. Peinlich. Kann mir gut vorstellen, dass man das so benutzen kann. Könnte das hier mal einfach nach vorne senden. Okay, dann können wir es halt nicht nach vorne senden. Das Ding. Haben die langsamer gemacht? Das Gefühl, ich konnte das da mal schneller dran tun.
und wir haben 20 Minuten erreicht. Ja gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge, die hoffentlich alles auch vernünftig funktionieren lässt und nicht irgendwie wieder meint, du hast dein Mikro nicht an. Ciao.